nicht das Feuer sehen. Keine Angst, wir fliegen in luftige Höhe. Meine Kräfte reichen weit. La Teda! Tee und Kekse? Nina Sambe, ich bin fast über dich gestolpert. Ach Quatsch, nicht wirklich. Wir können noch eine Menge lernen von der kleinen Welt unter unseren Füßen. Lernen? Wir machen besser Hoppla-Hopp, sonst verpassen wir den Feenausflug. Oh, bei allen Tulpen. Ich liebe Ausflüge. Nur noch schnell wachsen. Komm, hol mich ein. Also, was gibt es denn? Der Ausflug wurde abgesagt. Und ich habe mich schon so gefreut, neue Orte zu entdecken. Ich wünschte, ihr könntet euch klein schrumpfen und die Schule mit meinen Augen sehen. Sieht aus, als würden wir heute doch einen Ausflug machen. Raven hat ein magisches Amulett ihrer Mutter, das jeden kleinen Schrumpf, der den Juwel berührt. Ja! Es hat wirklich geklappt. Kommt schon, folgt mir. Passt auf, jetzt zeige ich euch meine Ever After High. Wie können wir denn jetzt wieder groß werden? Wir berühren nochmal den Juwel. Ups. Aber wie kommen wir denn jetzt bloß daran? Kein Problem, Mädels. Ich kann klein oder groß sein, wann immer ich will. Oh ja, natürlich. Als ich groß war, habe ich den Juwel auch berührt. Also kann ich jetzt nur noch viel kleiner werden. Leckerei für ihn dabei. Die mag er gern. Okay, Rascal, hol das Amulett. Dieses Amulett ist unberechenbar. Ich schmeiß es weg. Das ist aber hübsch. Könnt ihr sie sehen? Sie ist da oben. Ihr Böhnchen. Keine Sorge, Freunde. Jillian bekommt das hin. Und jetzt ans Eingemachte. Wow. Hat sie denn überhaupt keine Angst, aus dieser Schwindelhöhe runterzufallen? Die absolute Bestzeit. Ein neuer Rekord, Jillian. Tiny, gibst du das bitte deinem Onkel? Und sag ihm Danke fürs Leihen. Hi, Humphrey. Alles, okay? Jillian, du musst mir das unbedingt beibringen, so mutig zu sein. Das kann man niemandem beibringen. Bitte, ich gebe dir auch diese 5 Bohnen. Magische Bohnen? Nö, normale Bohnen. Gut genug. Na dann los. Schon ziemlich hoch, oder? Ich glaube, das wird länger dauern, als ich dachte. Ich habe Höhenangst. Ich habe einfach zu viel Angst. Vielleicht ist irgendwo hochzuklettern nicht dein Ding, Humphrey. Das bedeutet nicht, dass du nicht mutig bist. Aber vielleicht eher am Boden. Einfach nicht dran denken. Tu es oder lass es. Tu es. Bei meiner Krone! Klettert Humphrey Dumpty etwa die Bohnenranke hoch? Oh nein, er ist in Schwierigkeiten. Ich werde es nach oben schaffen. Ich werde es nach oben schaffen. Oh. Spring hier rüber. Nein, das kann ich doch nicht. Ich kann es einfach nicht. Ah, Humphrey, hilf mir. Jillian. Humphrey, du konntest es, weil du mir
wolltest, konntest du es. Siehst du, wie mutig du bist? Du hast doch einen Fallschirm? Ja. Ich werde alle bei der nächsten Talentshow am Kapiteltag aus den Socken hauen. Aha, nett. Hey, da kommt das neue Mädchen, Michelle. Ich habe gehört, sie sei schüchtern. Fragen wir sie, ob sie bei uns sitzen will. Hey, Michelle, hierher. Hi, Michelle. Es freut mich sehr. Willst du meinen fantastischen Talentshow-Trick sehen? Ich muss gehen, sofort, extrem schnell. Hey, Michelle, wir dachten, wir hätten dich vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt. Darum haben wir dir die Blume für dein Zimmer mitgebracht. Das ist ein Drachenmäulchen. Vielen Dank. Ich bin noch nie jemand so Schüchternem begegnet. Es liegt bestimmt an meinem Hut. Sie findet meinen Hut nicht gut. Michelle ist eine Meerjungfrau. Oh, hey! Tut mir leid wegen vorhin. Meine Beine verwandeln sich in Flossen, wenn ich Wasser berühre, und ich bin nicht sehr selbstsicher, wenn ich unter Leuten an Land bin. Ich wusste es! Wie kann man meinen Hut auch nicht mögen? Michelle, deine Stimme ist so zauberhaft. Du solltest unbedingt bei der Talentshow singen. Was, vor allen Leuten? Auf Beinen? Nein, das geht nicht. Alle Schüler würden ihre Krönchen richten, wenn sie dich singen hören würden. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht, wenn ich nicht im Wasser bin. Ich habe eine Idee. Tür an Tür unsere Zeit genießen wir an der Ever After High. Alles probieren, gewinnen und verlieren, ja so sind wir gern hier an der Ever After High. Eine Weile dauern, wie das mit einer Zugabe von Michelle, während wir warten. Verlieb dich ins Leben. Im Winterpalast, auf dem Gipfel der Welt. Dorthin waren Applewhite und Madeline unterwegs, um alles über den Winter zu lernen. Für ihr Referat über die Jahreszeiten. Maddie, was haben wir für das Referat alles aufgeschrieben? Im Winter ist es kalt. Als Aislinn Ella erfuhr, dass Apple und Maddie den Winter erforschen wollten, bestand sie darauf, dass sie einen Ausflug zu ihrer alten Freundin aus der Zaubergrundschule machen. Crystal Winter. Apple, Maddie, ihr seid hier. Und ihr friert. Wow. Oh, ihr zwei seht frostig fabelhaft aus. Kommt, ich zeig euch, wie wir den Winter machen. Seit immer und ewig sind meine Familie und die getreuen Untertanen des Königreichs dafür verantwortlich, den Winter ins Land zu bringen. Jede Schneeflocke wird gründlich geprüft, damit auch wirklich jeder einzelne einzigartig ist. Jackie Frost und Northwind kümmern sich um die Inventur. Das macht so unglaublich viel Zauberspaß. Was? Hattest du nicht gesagt, Inventur sei... Und das ist der Weg zum Thronsaal. Als du sagtest, dass dir der Job Spaß macht, war das nicht sarkastisch gemeint? Aber Hextrem, nein, wir lieben den total. Es gibt Zahlen plus die Schneeflocken, da kann nichts schief gehen. Sag, willst du es etwa selbst versuchen oder wie? Dürfte ich das wirklich? Hervorragend! Mal sehen. Eins. Eins nach eins. Eins und zwei. Teezeit! Entschuldigung, wenn ich den Hebel schiebe, wird's dann langsamer. Ich sag's dir, Jackie, du bist echt eiskalt.
Es ist zauberhaft, dass wir dich kennenlernen, Miss White. Wir sind beide große Bewunderer deiner Mutter. Ich danke euch, eure Majestäten. Großartig! Jetzt kann ich nochmal von vorne anfangen. Eins nach eins und zwei. Sieht so aus, als wäre die Ever After High in einem Sturm versunken. Und eine neue Schülerin, eine neue alte Schülerin, kehrt an die Schule zurück. Ich hab gehört, sie hat richtige Wolfsklauen. Ich hab gehört, sie heult den Mond an. Arme Cerise, es ist ihr Schicksal, verfeindet zu sein. Was ist denn hier so aufregend? Ich. Es ist Ramona Bedwolf! Hallo, Cerise. Ich dachte schon, es riecht hier so nach nassem Hund. Ach bitte, Hood. Du bist eben wie immer zu gar nichts zu gebrauchen. Was hat diese Trödelei zu bedeuten? Geh schon weiter oder ich stupse. Oder schubse. Oder puste dich in deine Klasse. Also ihr Mädchen braucht wirklich ab und an... Spar dir das, Dad. Miss Hood, stimmen die Gerüchte, dass es deine Schuld ist, dass Ramona Bedwolf in die Schule im dunklen Wald geschickt wurde? Was ich? Kein Kommentar. Ramona, sofort zum Schulleiter. Wir beide sehen uns nach der Schule. Ihr habt's ja gehört. Kommt und seht euch den Hood gegen Bedwolf-Kampf nach der Schule an. Das ist doch lächerlich. Dabei können wir unsere Probleme doch selbst lösen. Einverstanden. Also, nimmst du meine Herausforderung an? Na schön, bereinigen wir das sofort. Ich sagte, es gibt keine Kämpfe im Schulflur. Beide sofort in meinen Klassenraum. Na los! Dad! Sie hat angefangen. Gar nicht, Dad. Cerise geht mit ihrer Rotkäppchen-Geschichte zu weit. Mein tiefstes Geheimnis. Sieh mich an, ich bin eine Hood. Ich mach das nicht für mich, du bist ja so gemein. Jetzt hört auf damit. Ihr wisst doch beide, wie es ist. Ja, wenn die anderen wüssten, dass der böse Wolf Rotkäppchen geheiratet hat. Würden sich ihnen die Kronen umdrehen. Ja, das ist richtig. Und bis zu eurem Schulabschluss muss unsere Familie dieses Geheimnis auch bewahren. Und jetzt zeigt euren Zuschauern mal, was ein richtiger Kampf ist. Bist du bereit, Schwester? Oh, yeah. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set.